Und damit, hallo und herzlich willkommen. Wir müssen sie alle ausschalten, bevor wir rein. Zurück bei The Evil Within und. Ich habe ganz vergessen, wo wir waren. Deswegen habe ich mich gerade etwas erschrocken. Ja. Ich rüste die Sniper aus. Ich weiß jetzt wieder, wo wir waren. Und haben wir noch eine Spritze? Ja, oh, wir haben noch zwei Spritzen. Wir spritzen uns erstmal eine. Ich muss jetzt erstmal gerade wieder in die Steuerung reinkommen, obwohl ich nicht glaube, dass es so schwer ist. Ich habe gerade 2 Stunden The Witcher aufgenommen und jetzt wieder The Evil. Ich habe gerade komischerweise richtig viel Bock auf Evil. Und habe dann so gedacht, ja, dann spielst du mir ganz kurz. Boah, Alter. Spielst du mir ganz kurz das Spiel und danach dann The Witcher. Wieder. Oder heute Nacht spiele ich immer The Witcher oder so. Und Yannick spielt gerade die Elder Scrolls. Finde ich toll. Finde ich toll. Genau da. Genau da. Jetzt können wir durch, ohne aufgespießt zu werden. Okay. Wir haben keine Chance, ohne die übrigen Geschütze auszuschalten. Was? Oh nein. Was wird das jetzt? Wieso glaube ich, dass gleich sehr viele kommen? Wieso glaube ich das? Wieso glaube ich das? Okay, so. Er hat die Axt. Oh. Lol. Alter, fuck, das war richtig knapp. Okay. Oh. Hä? Oh. Oh, Alter. Er hat einfach einen Fuß oder was? Okay. Wir müssen uns also ein bisschen beeilen. Oh, lol. Was? Was? Töte ihn! Schlag ihn doch! Okay. Alter, fuck. Schlag. Mann, einen Schlag mache ich selber hier. Warte mal. Ist natürlich ziemlich nice, dass er eine unendliche Axt hat. Überhaupt nicht OP. Lol. Alter. Herr Josef. Josef geht steil gerade, oder was? So, hier haben wir noch 2 Moni. Und hier haben wir nochmal epische Musiker. Bitte auf. Du bist sehr, sehr episch. Wir wissen es. Langsam ist es. So, wir haben eine Axt. Wir gehen mal nach hier unten. Waren wir überhaupt schon? Wieso? Haben wir aber sehr viel Muni liegen lassen. Was bringt uns das? Aha. So. Der Josef macht das da hinten. Der hat's einfach drauf. Oh. Oh. Was geht denn mit Josef ab, ey? Ist ja völlig OP, Leute. Okay. Ah, lecker. Kommen die auf einmal alle her? Kann ich dazu? Boah, Alter. Das war schneller als sonst. Wir gehen mal nach hier unten. Ich will mal gucken, was es hier so alles gibt gerade. Bist du okay? Ob ich okay bin? Vor mir ist gerade eine Bombe explodiert.
Bin ich okay? Ja, natürlich. Mir geht's gut. Wunderbar. Okay. Okay, okay. Ach so. Okay. Ja, dann gehen wir mal wieder hier hin. So. Was? Jo, Josef, anstatt den ersten zu nehmen. So ist es logisch, Leute. Einfach alle auf einmal. Ich frage mich ehrlich gesagt, wo die herkommen. Und ob die jetzt unendlich spawnen oder... Weil wenn die unendlich spawnen, das wäre nicht so geil. So, wir gehen nochmal nach oben. Was, bitteschön? Hallo? Alter, was? Der kann nicht... Ja, stehen in Flammen. Was? Aua. Aua, kein Bitch-Lab, bitte. Bitch. Ein Bitch-Lab. So, ja, schön. Josef, macht dir einfach die Arbeit. Jo, Leute, die kommen unendlich. Das, ich glaube, da steht jetzt gerade fest, die kommen wirklich unendlich. Toll. Haben wir auch keine Muni verspendet, nein. Hm, davon haben wir auch nicht so viele. Ich glaube, das bewahren wir uns erstmal auf. Hier nochmal eine Fackel. Die nehmen wir natürlich gerne mit und danken. Okay, das wäre dann der dritte Turm. Oh, oh, okay. Josef? Josef! Josef, wo bist du, wenn man dich braucht? Hau ihn! Josef! Josef, bitte! Ich fühl dich an. Was? Geh weg! Jo! Jo, schlag mich fast. Yay! Ich habe einen Erfolg freigeschaltet auf Steam. Burn, Baby, Burn heißt der. Ein sehr netter Erfolg ist das. Alter, von dem kriegen wir immer Spritzen, oder was ist hier los? Ist nice, ist nice. So, die hauen wir jetzt gleich mal rein. So. Da steht er. Oh, da steht er. Ach du Scheiße, okay, gut, da steht er. Komm, den kriegen wir. Oh. Oh, oh, oh. Josef, komm nach oben. Josef, komm. Komm her. Fein, Junge. Josef erschlägt die einfach alle wieder. Mit seinen OP'en Powerkräften hier. Achso, da kann er nicht rüberspringen, oder was? What the fuck? Hallo? Ja, sonst erschieße ich... Hä? Was? Ich hab die gerade voll auf getroffen, aber kein Ding. Okay. Alter, was? Mann. Josef, komm schon. Josef. Okay, bevor wir jetzt irgendwas noch machen.
Machen wir erstmal ein paar Bolzen. Yay. 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 So. So. Dann gehen wir erstmal ein bisschen rum. Jo, Josef hat noch einen. Josef ist... Ohne den... Ich weiß nicht, was wir hier machen würden. Verrecken, verrecken. Hä? What the fuck, wer ist denn? Wir hätten jetzt geschossen. Scheiße, oh, da ist auch noch einer. Oh, lol. Was ist das denn? Geh weg. Hau ab. Was ist das denn jetzt? Hau ihn um. Josef, hau ihn um. Mann, aua. Josef, wo bist du denn? Josef. Jo, geil. Alter, Josef ist so scheiße, ey. Was? Ja, du musst alles hier selber machen, oder was? Dann komm auch mal mit, Josef, bitte mal ganz kurz. Das wäre sehr nett. Danke, Josef. Ich fühle mich wirklich sehr sicher, wenn du dabei bist. Kann mir jemand sagen, wie viele Türme sind denn hier noch? Weißt du, was wir mal machen? Wieso glaube ich, wird das nicht funktionieren? Ich weiß nicht. Das wird nicht funktionieren. Okay, geil. Wir snipern ihn weg. Hä? Den haben wir doch schon ausgeschaltet, hä? Das kann... Hä? Oh. Okay, dann gehen wir hier nochmal ganz kurz hoch. Oder was? Hä? Okay, das ist wirklich der Einzige, der noch da ist. Ich frage mich. So, Josef ist auch wieder voll. Okay, so. Gute Position. Für einen gezielten Header. Oh, scheiße, wir haben eigentlich gar keine Waffenauswahl mehr. Was? Was? Ey, ist es jetzt... Ist es... Wo ist Josef? Wo ist Josef? Ich glaube... Es war überhaupt nicht vorhersehbar. Nein! Wir hatten ihn ja nur eigentlich schon getötet, aber okay. So toll, ey, Leute. Nein, natürlich machen die das genau in dem Moment, wo die wissen, dass der eigentlich gar keine Munition mehr hat. Es nervt. Das finde ich jetzt gerade etwas doof, weil wir haben ihn ja schließlich getötet. Und man wird hier bei diesem Spiel nicht belohnt, oder was?
Ja, wir haben keine Munition mehr. Kann jetzt noch ewig weglaufen, aber... Können ja auch nicht irgendwo hoch oder so. Achso, hier schenken die uns noch ein bisschen Muni. Ja, er muss sich erstmal ausruhen. Leid, wir können ihn noch nicht aufnehmen. Ja. Und wie vorhersehbar es einfach war. Es ist, diesmal machen wir das mal so. Wir gehen nach hier unten. Ach so. Ach so. Ach so ist das also. Okay, ich dachte jetzt Josef. Also Josef kann eigentlich gar nicht mitkommen. Wir müssen das also alleine mal. Okay, gut. Ja, auch wieder toll. Aber kein Ding. Der Sniper müsste man einen fetten Klops auch tot kriegen. Also, versuchen wir es erstmal damit. Na, natürlich, den letzten Schuss versemmeln wir. Okay. Okay. Ach ja, ja, okay, gut. Ja. Okay. Wir brennen also auf. Kein Ding. Er überlebt natürlich. Ist er tot? Vorsichtig. Das könnte voll mit denen sein. Ach ne. Ja. Nee, weißt du. Das habe ich selber noch nicht gemerkt. Dass da ein paar von den... Na, nein. Alter, halt die Fresse, Josef. Na, die sind auch voll. Nice. Voll nice ist das. So, dann haben wir den Typen das zweite Mal getötet. Für 5000, für ein bisschen Glibber machen wir einfach alles. Was? Der Aufzug steckt oben fest. Suchen wir einen anderen Weg nach oben. Vielleicht die Treppe hoch. Na, nein, komm. Aber ich bin sehr froh, gerade hier durch zu sein. Ich bin auch stolz auf mich. Ich höre eine gewisse Musik. Das also hat ihn blockiert. Ah. Oh, noch ein paar Streichhölzer. Aber vorher gehen wir erstmal zu unserer frommen Dame. Also ich lese mir vorher noch mal ein bisschen was im Tagebuch von Sebastian Castellanos, 17. Mai 2006. Vor 8 Monaten haben Mira und ich geheiratet und du, meine kleine Lilly, bist das Ergebnis unserer Liebe. Ich kann es kaum erwarten, dich in 2 Monaten zum ersten Mal zu sehen. Aber ich habe auch Angst. Ich habe in meinem Job so viele Gefahren gemeistert, aber zu wissen, dass ich schon bald Vater werde, macht mir mehr Angst als alles andere. Ich verspreche dir, dass ich dich mit allen Fassern, das ist
Fasern meines Körpers lieben und beschützen werde, solange ich auf dieser Welt bin. Ich werde den neuen Abschnitt in meines Lebens genauso beginnen wie alles Wichtige, was ich tue. Mit ganzem Herzen und der festen Absicht, mein Bestes zu geben. Du solltest wissen, dass deine Mutter und ich dich bereits jetzt über alles lieben und uns unheimlich darauf freuen, dich auf dieser manchmal rauen Welt zu begrüßen. Sehr rau. Aua! Habe ich mich an meinem rauen Schreibtisch leicht gestoßen. So. Hier ist noch ein bisschen Glibber. Sonst ist ja nichts. Außer der Spiegel. Ich bin mal gespannt, vielleicht ändert sich irgendwas. Ist irgendwas... Wir kommen also aus dem Bild wieder raus. Und ich zeige ihm den Innenschritt. So, nein. Wir kommen aus dem Bild wieder raus. Habe ich schon voll wieder vergessen, dass wir aus dem da auch eigentlich erst wieder reingekommen sind. Also, dass wir durch das Bild auch wieder eigentlich nur da reingekommen sind. So, wo wir jetzt... Ach, scheiß drauf. So. Ich mache die Tür auf. Oh, hier sind wir. Okay. Hallo. Ja, wir überschreiben. So, und hier können wir nochmal reingucken, aber ich denke mal nicht, dass sich hier irgendwas geändert hat. Da hinten gibt es auch natürlich den Gang nicht mehr. Es war klar. So, ich gehe mir erstmal ein paar Spritzen ins Hirn blasen, obwohl ich gar nicht weiß, ob wir... Ja, wir haben 9000, ne? Ja, 9600. Ein bisschen was können wir bestimmt machen. Mir hat jemand in den Kommentaren gesagt, hau mal die Kanonen ein bisschen hoch. Mache ich jetzt auch. Die Waffen. Und da werden wir... Ja, die Sniper... Braucht man da Schadensmultiplikator? Nö, finde ich nicht. Kritisch braucht man da auch nicht. Nicht bei einer Sniper. Deswegen, wir werden hier Schadensmultiplikator... Oder kritisch. 20.000, Alter. Schadensmultiplikator erhöhen. Und hier... Nachladegeschwindigkeit ist bei einer Schrot ja eigentlich gar nicht so schlecht, ganz ehrlich. Reserve. Scharfschützenmunition, Qualenbolzen, Granaten, 500. Komm, dann machen wir auch nochmal und dann haben wir noch 100, so. Und jetzt wird gespart für das richtig Gute. Jetzt werden wir mal die Lebensanzeigen. Wir werden vielleicht kritisch bei der einen Waffe richtig hochpowern. Aber wir haben jetzt erstmal so allgemein alles etwas hochgemacht. Was ja auch nicht ganz so wichtig ist, ne? So, wir laden mal ganz kurz nach. Bevor wir in den... Alter, was? Alter, wie macht die Tür auf? So, bevor wir in den Fahrstuhl reingehen. Wieso geht man 100%... Ich hab mich nicht vorher gespoilt. 100%ig der Schiss ab. Ich glaube das irgendwie. Ich weiß nicht. Wo gibt es eigentlich einen Knopf, dass der hochfährt? Wieso fährt der hoch? Hier gibt es überhaupt keinen Knopf. Jetzt habe ich gesagt, 100%ig, der fliegt runter. Wahrscheinlich fliegt der jetzt gar nicht runter. Sieht schon mal sehr, sehr sicher aus. Ah, es sieht quasi so aus, als würde sich hier oben eigentlich nichts ändern. Oh, guck mal, hier kann man noch hinter. Hier geht es bestimmt. Guck mal, wer sucht, der findet. Die haben wir jetzt auch direkt rein. So. Was? Denkst du, Kidman geht's gut? Mir gefällt nicht, dass sie sie als Köder benutzt haben. Als würde jemand mit uns spielen. Mann, ich will nicht spielen. Hallo, ich würde gerne geradeaus weitergehen. Wenn ich das... Hallo? Halt durch. Ist nicht mehr weit. Ach so, okay, gut. War gerade irgendwie ein bisschen komisch. Da drüben ist ein Schloss. Waren wir da schon mal? Kommen wir da vielleicht nochmal hin? Wer weiß, wer weiß. Wir können gerade nicht... Das sind nur zwei. Die schaffen wir. Nein, das ist keine... Yeah.
Ich glaube, ich weiß, was wir machen müssen. Ich glaube es einfach mal. Alter, lag doch nach. Lag nach, alter Junge. Nein! Wird der jetzt wirklich geköpft? Okay. Nice. Wo wird das letzte Mal jetzt gespeichert? Oh, okay. Wir müssen also davor schießen. Nice. Okay. Alles klar? Mir geht's gut, keine Sorge. Frage ist, was muss ich jetzt machen? Ah! Aha. Okay, cool. Er ist auch wieder richtig schlau, der Josef, ne? Warum müssen wir eigentlich immer alle retten? Oh. Das ist... Huhuhu, geschafft. Du hättest sie einfach lassen sollen. Was zur Hölle? Es ist nur eine Frage der Zeit. Es ist besser so. Was soll der Scheiß? Gib mir Deckung. Gehen wir. Anstatt vorher einfach mal ganz kurz, anstatt vorher die Brücke wegzutreten. Es ist so... Es tut mir leid, das ist wirklich gerade unlogisch. Oh, okay. Danke, dass es so schnell ging. Das ist nett. Nicer Schuss. Das war natürlich ich. Das war nicht so, ne? Joseph, bist du in Ordnung? Ich... Ja. Ja. Und, ich glaube, damit verabschiede ich mich auch schon. Ich glaube, das war jetzt sogar nur eine einzige Folge, die ich hier aufgenommen habe. Aber ich glaube, das ist ein guter Punkt. Das ist Kontrollpunkt. Und Leute, guckt euch das an und dann guckt euch bitte mal ganz kurz unsere Muni an. Null. Null. Naja. Ich sag dann mal tschüss und bis zur nächsten Folge von The Witcher oder Evil oder sonstiges. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und tschüss.